Nun gut, dann auf geht's. Nachdem wir diverse Informationen über die interessantesten Gebiete hier bekommen haben. Oh, was liegt denn hier rum? Sachen, die wir auf jeden Fall mal mitnehmen können. Noch ein bisschen Diebstahl hier, oder was? Boah, wenn man schon uns so dazu einlädt, die Sachen mitzunehmen. Guck mal, was sagt denn der Xasin? Hier können wir noch was aufnehmen. Ein neues Dokument, okay. Und auf dem Boden liegen noch Dinge rum. Können wir hier? Rackpfeife und Blaubeeren. Aber ich werde jetzt nicht in jede Kommode reingucken hier. Ein bisschen Würde haben wir ja dann doch noch. Wenn auch nicht viel. So. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Wie hat er die jetzt dabei gehabt, oder was? Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Eine falsche Bewegung und es tut dir leid. Hält sich was ein hier, ey. So. Kaiserliche Audienz haben wir abgeschlossen, aber ich sehe da noch was. Da gibt es ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen heißt eine Nebenquest. Wir haben den. Gewünscht gegen mich. Durch Optionen, die mit den Karten markiert sind, wird eine Gewinnpartie gestartet. Ja, dann spielen wir mal eine Runde, oder? Was auch immer gewinnt ist. Wenn du wetten willst, wähle mit dem linken Analogstick einen Betrag aus und bestätige ihn, indem du A drückst. Der Betrag landet im Top. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte. Okay, ja dann. Oh, sitzen wir direkt mal hier. Ich will Karten spielen. Gucken, was wir dabei rauskriegen. Ich meine, wenn wir jetzt die 10 verlieren, ist auch nicht so schlimm. Gewinnt ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenschluss zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle. Die Karten sind ihre Streitkräfte. Ich beginne. Okay. Ich lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setze diese 10 also klug ein, okay? Fortfahren. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Ja, wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Okay. Das ist das Kampfreihensymbol der Einheit. Kampfreihensymbol. Wahrscheinlich, ob er von hinten schießen kann oder von vorne, ne? Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe, an in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Okay. Manche Einheiten haben Spezialfertigkeiten. Die Spezialfertigkeit der kätwänischen Belagerungsexperten heißt Moralsprung. Wird allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 Stärke. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten und bestimmten Typs auf den Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karte. Okay. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt ins Spiel. Das ist lieb. Runde beginnt. Okay, das ist unser Schlachtfeld, das ist des Gegners. Ja, unten Anführer, jeder Kartensatz hat einen Anführer. Ja, okay. Drücke A, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Gut, ich bin am Zug. Wie kann ich die jetzt ansehen? RT. Okay. So. Aber erstmal irgendwie was nach vorne stellen. Ich habe keine Ahnung jetzt. Also hier haben wir welche, die recht günstig sind. Vielleicht stellen wir erstmal hier so einen Kämpfer vorne in die erste Reihe. Die
Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheit. 1, ja. Gut. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Y gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr aufspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten aufspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können. Oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird der jeweilige Gesamtstärke der Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zurückgesetzt. Ah, okay, ich langsam verstehe es. Okay, jetzt hat er hier einen mit 2, das heißt, er wird die Runde gewinnen, oder wie? Oder ne, wir setzen einfach nur abwechselnd, okay. Okay, ich werde mal hier so einen in die zweite Reihe nochmal dahinter setzen. Okay. Wow, okay. Interessant. Damit besitzt er gerade immer noch mehr Stärke als wir. Das gefällt mir nicht. Was hat denn der hier für eine Spezialfertigkeit? Verstärkt alle Einheiten in der Reihe um 1 und sich selbst ausgenommen. Okay, da haben wir keine in der Reihe. Der hat keine Spezialfertigkeit, aber ist recht stark. Den packe ich mal nach vorne rein. Gucken, ob er direkt noch was spielt. Nochmal verbrennen? Wie viel hat denn der davon? Was ist falsch bei ihm? Pff, was haben wir denn hier? Setzt die Stärke aller Nahkämpfer beider Spieler auf 1. Ja, komm, machen wir das mal. So, dann haben wir zumindest mal so eine Gleichheit geschaffen hier, oder? Gut. Der wird jetzt auch auf 1 gesetzt. Oder auch nicht. Übertreib halt mal, ne? Dann machen wir hier mal die Ballisten nach hinten. Absolut keine Ahnung. Wir haben ja jetzt gleich keine Karten mehr. Okay, er stellt eine mit 10. Will der mich verarschen? Wie sollen wir das denn noch jetzt toppen? Ist hier nichts mehr für einen Nahkampf? Was ist das hier? Setzt die Stärke aller Belagerungskarten beider Spieler auf 1. Mal das mal noch zusätzlich. So. Dazu ist da nochmal eine Gleichheit geschaffen. Der Gegner passt. Okay. Das heißt, ich spiele jetzt nochmal hier irgendwie so einen Bogenschützen, um zumindest irgendwo nochmal was zu haben. Und dann passen wir auch. So. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensstein. Das Spiel ist vorbei, wenn beide Lebenssteine verloren sind. Okay. Okay, aber das war ja jetzt klar, dass wir diese Runde gewinnen. Okay. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall eine weitere Karte wieder dazu bekommen, haben trotzdem eine weniger als er. Und wir wollen jetzt die Runde möglichst gewinnen. Oder wir passen einfach direkt. Aber dann wird er wahrscheinlich auch nur eine Karte spielen. Das heißt, wir setzen einfach mal eine Karte hin und gucken, was er spielt. Wir müssen versuchen, ihn rauszulocken. Okay. Das können wir noch kontern. Ah, das schon nicht mehr eigentlich. Ist jetzt die Frage, komm, wir gehen mal aufs Ganze hier und gucken, was passiert. So, das kriegen wir auf jeden Fall gekontert. Ach du Scheiße, der belebt einen wieder. Na dann. Jetzt haben wir eh nichts mehr, jetzt muss ich ja irgendwie passen, ne? Na, er wird halt gewinnen. Ja, yes. 10er-Karte und noch eine holt er sich wieder. Ja, okay, das können wir nur verlieren, leider. Was ist mit der Anführerkarte? Moment. Ich suche einen nach, ziehe Stapel nach extrem dicht Nebel und spiele diese Karte sofort aus. Was macht das jetzt? Nein! Okay, das war natürlich extrem dämlich von mir. Rundenbeginn. Der Gegner ist am Zug, wir haben keine Karten. Und somit haben wir verloren. Ah! Okay, jetzt verstehe ich aber, wie es funktioniert. Jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Spielen wir demnächst bestimmt gerne nochmal.
Aber jetzt erstmal nicht. Ja, da Hauptsache, wir verlieren direkt die erste Runde. War ja klar. Na, schnell reisen nach Wien. Okay, teleportieren wollen wir nicht, aber schnell reisen ist in Ordnung, oder wie? Wo wollen wir denn wählen? Da haben wir wählen. Die Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, haben wir gehört. Das, was bis jetzt passiert ist, das kommt übrigens auch nochmal jedes Mal, nachdem wir das Spiel fortsetzen. Habe ich euch jetzt nicht mit reingeschnitten, weil ihr habt das ja wahrscheinlich noch frisch in Erinnerung. Finde ich ganz gut, falls man mal so ein paar Tage nicht gespielt hat, weiß man wieder, wo man ist. Dann wollen wir uns mal wählen angucken. 5 Tage haben wir dahin gebraucht, so viel zu schnell reisen. Na? Was wartet hier auf uns? Wow. Okay, gehangene Leute, die scheinen auf jeden Fall schon ein bisschen dazu hängen, zumindest der eine. Oh, okay, der komplette Baum ist voll mit gehangenen Leuten. Krass. Das ist definitiv kein schöner Anblick. Ach. Den Vogel haben wir immer noch dabei. Wieso haben wir den nicht abgegeben, den Kopf? Halten wir jetzt sämtliche Trophäen die ganze Zeit bei uns, oder wie? Boah, da ist ja alles voller roter Punkte. Ob wir da eine Chance haben? Und ich wollte schon immer mal vom Pferd versuchen auszukämpfen, aber das scheint gar nicht so zu sein. Okay. Kann man irgendwie gucken, von welcher Seite? Okay, okay. Jetzt verstehe ich. Pferdepanik. So, und auf geht's hier. Aber das Pferd macht definitiv mehr Damage. Und ich auch noch. Zack. Und ein großen Hieb. Na? Wer will mehr? Wer hat noch nicht? Aber den können wir erstmal ausnehmen, die Runde, oder? Ein bisschen Fleisch mitnehmen. Das ist, wie man immer dran vorbeirennt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Der. Aber man tippt. Ich tippe hier wirklich nur an. Und er sprintet halt direkt los. Also das Looten ist. Ich weiß ja nicht. Ist nicht ganz so mein Fall. So, du hast noch was. Seht ihr? Also wie lang der braucht, bis er stoppt. Wenn ich für Looten finde ich das. Naja, nicht so ganz mein Ding. Das Quenzzeichen haben wir auch noch immer. Sonderplätze, zeig mal. Wohin geht's? Hier einmal über die Felder. Wir leben auf jeden Fall noch ein paar Menschen. Hier haben wir noch ein paar Pflanzen. Laufplätze! Also, wir sammeln später mal ein paar ein. Galoppieren wir jetzt erstmal dahin, wo wir hin sollen. Ab. Zur Taverne am Scheideweg. Herr Priester Peter. Da. War eine Quest für uns. Alle dürfen. So ist gut. Tritt näher, Hexer. Was werde ich tun? Wie ist denn dein Name, ewiger Priester der Ewigen des Ewigen? Was willst du? Juble, denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des Ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, ja, wenn ich die Leichen zu sein verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Verbrennen wir mal ein paar Leichen. Wie wechsle ich die Quest? Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ich gehe mal hier. Oh, Quest verfolgen da. Ah, es war zu spät. So, hören wir bestimmt hier Quests, genau. Oh.
Scheiterhaufen in Novigrad. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch Quests für höhere Stufen. Siris Fußstapfen, mehrere Orten. Das hier ist auf jeden Fall unsere empfohlene Stufe, das ist für höher. Da sollten wir vielleicht mal ein paar Kleinviecher töten. Ich weiß es gar nicht, wie wir am besten hier leveln oder ob das reicht, wenn wir einfach der Hauptstory folgen. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen der Story auf jeden Fall weiter folgen. Nicht direkt hier die rote Quest machen. Weiter so, Plätze! Wir gehen auf den Fall so. Erwischt. Los, los! Mit der einen Taste schlage ich rechts vorbei, mit der anderen links vorbei. Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Da. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Mal auf jeden Fall mehr Schaden vom Pferd. So. Und es ist Pferd hier, den ich gar nicht kriege, wenn ich nicht ist. Oh, die Hunde hat gut an, das ist geil. Oh, das war's dann wieder mit dem Pferd. Aber hier den kleinen Hund, der macht uns ja nichts. Da bist du hässlich. Und noch ein kleiner Hieb hinterher. Dann trinken wir hier mal so ein bisschen Wasser. So, hatte der jetzt irgendwas dabei hier? Natürlich nicht. Ich habe hier aber noch mehr gesehen. Vorne ist noch irgend sowas. Das ist nur ein Hund. Der sollte ja kein Problem für uns sein. Kritischer Trefferschaden. So. Ich trinke mal hier noch was. Wirklich viel regeneriert. Schleichst du dich einfach von hinten an? Nicht mit mir. Du hast dich mit Falschen angelegt. So. Auf aufs Pferd, würde ich sagen. Dann geht's ab weiter hier. Da ist noch eine Nebenquest. Ihr schon wieder. Ja. Na, komm her. Oh, das Pferd ist gleich vor Panik. Aber den kriegen wir auch noch so. Mal absteigen. Und den Herren helfen. Los, schnell, bind mich los. Mach mich los, bevor die Nächsten kommen. Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee? Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Nun gut, ich binde dich los. Gut, ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ach, wir sind zwar grausam, aber nicht so grausam. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Hör, nicht schlimm. Da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen. Danke, danke. Vielleicht kannst du uns ja irgendwann mal einen Gefallen. Erledigt. So, dann machen wir weiter, nachdem wir diese gute Tat vollbracht haben. Wir haben ja noch ein Stückchen vor uns. Da links ist schon wieder was los, ne? Aber wir wollen ja jetzt nicht jeden Gegner hier abschlachten, oder? Kommt mir das alles sehr bekannt vor, Jede. Ein Fremder dort drüben habe ich ihn gesehen. Na, er ist eh schneller als du, Mädel. Jakob, Hanna, nach Hause, sofort! Gucken, was die Gaststätte für uns sagt. Beziehungsweise wollen wir erstmal hier das schwarze Brett angucken. Von den Tonnenwerten. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nicht angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht. Nahrungsmittel ausgenommen. Wem das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Helft uns bei der Bestattung. An denen, der Augen hat zu lesen. Neulich ist unser
Flabbior gestorben. Wir können ihn nicht würdig bestatten. Wir haben ein kleines weiß, wir haben kein weißes Hemd im Haus. Keinen Stoff für ein Leichentuch, keine Bretter für einen Sarg. Wer etwas entbehren kann, der helfe uns bitte. Wenn wir ihn nicht anständig in die nächste Welt schicken können, wird er uns aus Rache plagen. Flussführer gesucht. Ich brauche jemanden, der mich und meine Familie über den Ponta bringt. Wir sind fünf. Ich, meine Frau, drei Kinder. Die Kinder sind ruhig, sie weinen und schreien nicht. Wer es glaubt. Sie werden uns nicht an den Soldaten verraten. Bla bla bla, das ist nichts für uns, würde ich mal sagen. Ah ja, das hier mit Siegel, das sieht doch aus. Ha? Vermisst Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Da brauche ich gar nicht weiterlesen, das nehmen wir mit. Na, vermisste Ehefrau. Ja, mal mitnehmen. Komm, den Rest lassen wir. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal so ein paar interessante Orte markiert.